Willkommen zurück zu einer Folge von Wir sind hier bei einem Spiel, das die Massen gespalten hat wie nichts anderes. Und zwar der Nachfolger eines guten Spiels. Gothic 3 in der Hinsicht. Die 2 war super, blöderweise habe ich die 2 schon durch und habe jetzt erstmal kein Kunst und Muse, die nochmal durchzuspielen. Genauso wie die 1. Die 3 habe ich noch nicht durch. Die hatte ich nur bis zu einem gewissen Punkt spielen können und danach ist mein alter PC mal in die Gänge, in die Knie gegangen. Weil zu dem Zeitpunkt, als das rausgekommen ist, war es der Killer für jede Hardware. Und für meine derzeitige Hardware dann auch. Das heißt, mit meinem Beast sollte ich das jetzt schaffen. So, und das auch mit der neuesten Version und dem, das ist ja hier das Enhanced Edition, bla bla bla. Und das ist der Public Enhanced Edition, Moment. Wer ist das? Community Patch hier. CP, keine Ahnung, wird es glaube ich sein, egal. Auf alle Fälle ist das 1.7.5, was bei der normalen Gothic-Variante ist. Danach kommt dann noch Götterdämmerung, aber das ist ja ein separates Spiel. Von daher kommt das im Nachhinein. Und es hat dann eine höhere Version. Von daher das aktuellste für Gothic 3. Werden wir mal ein bisschen Spaß haben mit dem schönen Spielchen. Und dann gleich mal auf ein neues Spiel gehen. Ich hoffe, die Einstellungen hat es hier gespeichert. Wundervoll, das ist cool. So, und Schwierigkeitsgrad. Wir haben hier mal noch die alternative KI angemacht. Das Einzige, was wir hier nicht angemacht haben, ist die alternative oder das alternative Balancing. Weil ich irgendwie... Ja, ich habe mir das mal durchgeguckt und dachte mir, Mensch, du brauchst so viele scheiß Punkte für die ganzen Talente und da lässt es lieber aus, anstatt dann mehr dafür noch zu machen. So, aber wie gesagt, das endet dann wirklich nur an dem Ding was, beziehungsweise noch an ein paar Kleinigkeiten anders, aber das KI-Ding ist schon mal ziemlich fetzig. So, dann machen wir mal ein neues kleines Ding. Möchten Sie wirklich ein neues Spiel ohne alternatives Balancing anfangen? Ja... So, das Coole ist, dadurch, dass es hier ja einen definierten Charakter gibt, werden wir uns jetzt nicht ewig damit befassen, einen Charakter zu erschaffen. Und das Krasseste an dem Spiel waren ja meist immer die Ladezeiten. Und die sind ja gigantisch gewesen. Wie gesagt, gewesen. ja, als die Hardware das noch nicht so schnell gemacht hat. Jetzt geht es doch verhältnismäßig schnell. Könnte natürlich noch ein Tick schneller gehen, aber wir wollen ja mal jetzt nicht übertreiben. So, jetzt mal schön das tolle Intro, was man nämlich gesehen hat. Um zu ein bisschen was vorzugreifen, Achtung, Spoiler. Wir sind von Corinis mit dem Boot weggefahren, weil wir den untoten Drachen getötet haben und damit die Insel befreit. Und natürlich auch den komischen Belial-Kult niedergemäht haben und... Deshalb kommen wir jetzt auf das Festland Myrtana, wo König Robar der Zweite müsste es glaube ich sein. Das war auch das schönste Intro aller Zeiten, na okay, aller Zeiten vielleicht nicht, aber es ist ein schönes Intro von Gothic 1, das war geil. Na egal, wir sind jetzt auf alle Fälle mit dem Schiff da. Wir nennen es die Flying Dutchman, weil die aus Holland kommt, über Corinis geht und dann nach Myrtana fährt. Und man beachte einmal die Köpfe. Den von Diego im Speziellen, weil das ist einfach nur Wahnsinn. Ich hoffe, die haben hier mit dem Community-Patch ein bisschen die Abmaßung abgeändert. Und naja, das sind die Orks. Die Orks, die sind haben jetzt das Festland eingenommen. Aber ich weiß jetzt nicht wirklich, ob da überhaupt so eine Art Erzählerstimme schon kam bei dem Intro oder nicht. Aber das ist jetzt erstmal zweites. Man sieht hier zumindest eine riesengroße Ork-Armee, die eine Stadt angreift. Hier gibt es nämlich wirklich Clinch zwischen Orks und Menschen. Und die Orks scheinen es zu gewinnen in der Hinsicht. So, und die, ja, das Dream Team ist mal wieder da. Ohne Xardas zumindest. Der ist ja vorgeteleportiert. So, ja, das Spiel an sich hat viel, also bei Erscheinungsdatum war es nicht so toll, weil da gab es Schwierigkeiten mit dem Publisher und die wollten das unbedingt raus haben wollen. Okay. Ich habe das Gefühl, hier kommt da noch irgendwie Sound hin. Aber na gut, das werden wir später noch erfahren.
Das ist das gute Erz, was natürlich Währung in Korinnes war, beziehungsweise in Korinnes war es Gold. Im Tal, im Minental, war es einfach nur eine Währung, weil das so haufenweise da war. Und Gold in der Hinsicht war nur Spirenzchen. Und da braucht es natürlich, um gegen die Orks zu kämpfen. Und deshalb hat er natürlich alle unterdrückt, um so viel wie möglich Erz zu bekommen. So, und dann haben wir wieder so eine typische Barriere, ähnlich wie in Gothic 1. Die Barriere, die das Minental komplett abgeschottet hat von der Außenwelt, weil da irgendwas ein bisschen nach hinten gegangen ist, weil der Schläfer da noch mit dabei war. Und dieses, ja, normalerweise sollte das ja, glaube ich, nur die Mine betreffen, aber das hat das ganze Minental doch erwischt und deshalb, ja, gab es ein bisschen Clinch. Aber gut, die Orks haben hier die Menschen mehr oder weniger versklavt. Bis auf natürlich ein paar. Und wir gucken dem jetzt so richtig böse ins Gesicht. Ja. Am unteren Bildschirmrand empfindet sich schnell Leiste, bla bla bla, drücken eine entsprechende Nummerntaste, bla bla bla, drücken Sie 1 für ein Schwert. Ja, den ich auch. Dann drücken wir mal 1 für ein Schwert. Ja, gut gemacht. Ey, seit wann ist denn das da? Ich glaube, beim ersten Mal spielen muss ich das hier ohne irgendwelche fremde Hilfe hinbekommen. Naja, gut gemacht. Um einen Gegner anzugreifen, bewege dich in seine Nähe, bis dein Name angezeigt wird. Ja, da steht mir aus, dass der ist klar. So, ja. Da haben wir doch. Der Krieger. Dann machen wir den mal kaputt hier. Wir werden den einfach mal tot spammen, bis der umfällt. So, Moment mal. Das Geile ist, hier, man achte mal auf die Sprunghöhe nach hinten. Das ist Wahnsinn. Das ist aber nicht, warte mal, was war es denn eigentlich? Was? T? Nee, T war irgendwas anderes, oder? Nee, T war First Person. So, wir wollen den nämlich anvisieren. Und das ist die schönste Taste aller Zeiten. Oh. So, na komm schon. Junge. Okay, wir haben es. Das nennt man natürlich Button-Gemäsche schlechthin. Ja, wir werden hier erstmal noch ein bisschen fighten, bis die alle in die Knie gehen. Ich bin echt beeindruckt durch das Spiel, wie ich jetzt das alles so mitmache. Ich glaube, wir müssen dann sowieso noch was einstellen. Es geht schneller, wenn ich dann die Aufnahme hier nicht mehr habe, weil dann zieht das nicht so rein. So, und jetzt Boss Park, keine Ahnung, wie das ist. Prakas. Okay, wir wollen natürlich nicht sterben. Aber dass die Sprunghöhe so gewaltig war, habe ich irgendwie nie in Erinnerung gehabt. So, okay. Wir versuchen mal von hinten irgendwie an den Rand zu kommen. So, 150 Erfahrungspunkte. Nice. Dadurch, dass man in... Also das Spiel hat ja eigentlich aufgebaut auf der Tastatursteuerung. Dadurch, dass hier irgendwann mal der Wechsel war zwischen Maus und... also auf die normale WASD-Steuerung, hast du nicht gesehen. Gab es ja natürlich hier ziemlich viel... Gewerke bei der ganzen Angelegenheit. So, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mich jetzt vor so einem Pfeil stellen könnte, aber wir werden mal kurz hier schnell speichern. Und man achte mal auf die Schnellspeichergeschwindigkeit. Die geht nämlich nicht so schnell, aber wenigstens ist es schneller, als ins Menü reinzuhauen. So, ja. Ich muss jetzt blöderweise trotzdem diesen Regen machen. Und ich brauche den hier. Oh. Oh, das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Wow. Ich habe blöderweise keine Ahnung, wie man hier schneller ausweichen kann. Ich glaube, das war das erste Mal auch so. Ich bin dann einfach erstmal aus dem Lager hier rausgegangen. So, jetzt muss ich aber mal... Kann ich den blocken? Kann ich auch. Das ist gut. So, 3, 4. Wow, okay. So, dann werden wir mal kurz einen Trank reinhauen. Oh, Junge. Okay, wir sind super dabei. So, ah, geil, Level Up, das ist doch mal, so muss es sein. Gott, wie ich dieses Spiel vermisst habe. Ah, Gott, die Laufanimation ist ja auch mal vorsintflutlich. Aber, ach nee, das ist keine Ahnung, Gothic hat so Atmosphären-Dings, ich weiß gar nicht. Trotz der Tatsache, dass es natürlich nicht so das super Spiel gewesen ist zu dem Zeitpunkt. So, na komm. Ah,
Oh, Junge. Das ist natürlich auch so ein bisschen cheaten hier, wenn man hier... Oh, Junge. Ey, wir können sogar... Das habe ich ganz vergessen. So, hoffentlich sind die nicht so schnell, wie ich mir das denke, dass sie sind. Okay, gut. Der hat eine Armbrust dabei. Was ein Arsch. So, das Geile ist aber, die Pfeile, die sind nicht getargetet, sondern die können wirklich verfehlen. Das ist echt geil. Der hat jetzt nicht wirklich pariert. Hör auf zu parieren, du Sack. Ah, was ist denn das? Ah, wir sind ja nicht in Dark Souls. So, Moment. Okay. Oh, Moment. Oh, fuck. Gut, und man beachte mal, wie schnell man hier tot umgefallen ist. Das ist jetzt einmal passiert. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie oft das überhaupt passieren kann. Scheiße, ich brauche jetzt mal kurz hier meine Waffe aufsammeln. Okay, da haben wir sie wieder. Okay, dann hauen wir dem mal so richtig eins ins Gesicht. So, wir lassen denen auch keine Gelegenheit, hier irgendwas zu machen. Wird jetzt gestunlockt, die Sackratte. So, jetzt weiß ich aber nicht, wie oft man denn in Zukunft sterben kann, ohne, naja, diese Angelegenheit. 2, 3, 4. Tipp, die Ochsung besiegt. Du kannst nun die Waffe durch den Drücken der Leertaste wieder wegstecken. Gehe nun. Also Leertaste ist es nicht, das habe ich umgeändert auf die E-Taste, glaube ich. So, geh nun zu deinen Freunden und spreche mit jedem von ihnen. Ja, näher dich, bis dann der Name angezeigt wird. Bla, bla, bla. Und die linke Maustaste. Linke Maustaste ist die Aktionstaste. Soll heißen, wenn man eine Waffe hat, wird die natürlich mit einer Aktion versehen. Wenn man irgendeine andere Sache in der Hand hat, wird das mit einer Aktion versehen. Und ich habe total viel Leben verloren. Da, Moment, alles nehmen war doch auch eine Taste. V, genau. Das Geile ist, man hat hier ein endloses Inventar. Und ich muss sagen, ich liebe Spiele mit endlosen Inventaren, weil die sind einfach nur geil. Im Gegensatz zu anderen Spielen, da muss ich natürlich hier, naja, ewig mit Inventarmanagement befassen muss, sind die wirklich schick. Hat was. So, jetzt habe ich aber wirklich so wenig Leben, dass ich ein bisschen aufpassen muss, dass ich hier nicht vor die Hunde gehe, beziehungsweise vor die Scavenger, die hier hinter der Basis sind. Und wie gesagt, das ganze Spiel habe ich ja noch nicht durchgespielt. Das heißt, ich habe auch zu dem meisten, was es hier denn gibt, noch keine Ahnung. Wie gesagt, zu den meisten. Nicht allem, aber das meiste. Okay. Was hast du getan? Die Orks hätten uns am Leben gelassen. Ja, aber was für ein Leben, Gusche. Lass uns noch mehr von ihnen auf den Hals setzen. Okay, also die Sache mit Xardas und den Orks habe ich total vergessen. Ja, was hat Xardas mit den Orks zu schaffen? Schade, dass man hier nicht mit 1, 2, 3 und hast du nicht gesehen durchmachen kann, aber es ist ja... Was hat Xardas mit den Orks zu schaffen? Was ist denn mit dir los? Warst du die letzten Wochen nicht hier? Xardas ist der Anführer der Orks. Er hat uns alle verraten. Was weißt du noch über Xardas? Er hat die Runenmagie zerstört, dieser verdammte Hurensohn. Ja, ohne Pech, ne? Magie hatten die Paladine und Feuermagier keine Chance mehr gegen die Horden der Orks. So, wo hat der denn gleich nochmal die ganze Macht? Ach, der hat den Drachen aufgesogen. Genau, das war's. Okay, ja, was ist in Reddok? Was ist in Reddok? Das Lager der Rebellen. Es ist mitten im Wald. Dort gibt es Wölfe. Mit Wölfen werde ich fertig. Vor allen Dingen, aber die Biester sind verdammt aggressiv. Das ist so herrlich. Wirst du es alleine die Einstellung des Charakters. Glaube, so ein bisschen wird schon. Das ist die beste Einstellung überhaupt. So, was soll ich denn den Rebellen sagen? Was soll ich den Rebellen sagen? Sag ihrem Anführer, dass er Leute schicken soll. Ach, wirklich? Haben wir keine Chance. Jetzt stecken wir mit in der Scheiße. Ja, die und ihr blöder Kack. Naja, wir haben jetzt wenigstens einen Trank mehr. Kann ich irgendwie diesen... Der hat, glaube ich, nichts mehr. So, den Teleportstein nehmen wir mal mit, den Trank und den Trank. So, und wir speichern einmal, weil wir haben es diesmal überlebt. Ohne konkret zu sterben.
Ich werde dieses am Boden liegen mal nicht zählen. Weil, naja, das ist ja... Ich muss ja erstmal mit dem Kampfsystem vertraut werden. Irgendwie. Naja. Was ich sagen muss, ist... Okay, ja. Na gut, die Kamera geht so ein bisschen ran, aber Alter, dieser Rand, das ist ja mal... Das Coole ist, man kann sich sogar auf einen Hocker setzen. So, dann machen wir mal diese Truhe auf. Hoffentlich geht die auch auf. Aha! So, jetzt die Frage. Manche sind ja verschlossen. Wird da hier automatisch dieser Dietrich aus dem Inventar entfernt oder war das nicht der Fall? Das sind nämlich immer die Sachen, die man hier beachten muss. Ich denke mal, die sind noch verhältnismäßig einfach und simpel gehalten. So, was haben wir denn mal hier noch? Nichts. Ah, ein Sklave. Ein toter Sklave. Und noch ein toter Sklave. Was haben wir denn hier? Noch eine Truhe. Ich glaube, da steht noch verschlossen oder sowas da. Aber wenn das rot ist, ist es, glaube ich, so ein bisschen Hinweis drauf. Mensch, du... Man sollte aufpassen, wenn man das jetzt mitnimmt, weil sonst kriegt man total eins ins Fressbrett. So, das Wasserfass. Ich glaube, da kann man sich ein bisschen heilen. Ein bisschen. Okay, wir halten jetzt einfach mal die linke Maustaste gedrückt. Mal gucken. Okay, gut. Das klappt jetzt nicht. Wenn man es mehrere Male drückt, auch nicht. Rechte Maustaste klappt auch nicht. Ja, so lange, bis zumindest dieser blöde Rahmen hier weg ist. Ich denke mal... Ach, der ist immer noch da. Ein bisschen. Jetzt ist er weg. Das heißt, wenn man mehr als ein Drittel des Lebens hat, dann ist man auch total im Saft. Das ist schon mal schön. So, und Wasser haben wir natürlich wie Sand am Meer. Die Truhe ist verschlossen. Da haben wir es doch. Haben wir denn einen Dietrich verbraucht? Ja, gut. Eine Magiertruhe anscheinend. So, jetzt muss ich aber mal gucken, dass ich hier... blöderweise die Empfindlichkeit der Maus ein bisschen hinbekomme. Was die Kamera-Dings alles angeht, läuft ja alles super. So, aber wir werden erstmal hier aus diesem, ja, aus diesem Städtchen, aus diesem Dörfle alles mitgehen lassen, was geht. Und da haben wir, glaube ich, auch dieses Logo von den Orks. Müsste dieser Ring da sein. Und ich kann ja natürlich auch, klar, ich muss ja noch nicht mal Items nutzen, um mich hoch zu heilen. Das geht ja verhältnismäßig schnell. Das Einzige, was man dazu ja braucht, ist ein paar Stunden Schlaf. Das ist das Geile an der ganzen Geschichte. Mal so weit gucken, das ist so geil. Das hat schon was. Moment. Ja, sieht's nicht schön aus. Moment, welche Taste war fürs hinten gucken? Ich glaube 2. Wow. Okay, wenn man nämlich 2 drückt, wird es nach hinten gesetzt, aber die Kamera ist immer noch so ausgerichtet, als ob sie nach vorne geht. Das ist... Pohohoho. Fiester Dinsch. Okay. Moment mal. Wollen die sonst nichts mitnehmen? Nee. Die Kamera geht natürlich hier weiter ran. So, Moment, Moment, jetzt sind wir hier draußen. So. Wir lassen das mal bei dem Ding. Das ist auch ziemlich cool. Moment, ich bin jetzt hier runtergegangen. Der Charakter scheint irgendwie nach rechts abzudriften. Aber das liegt mehr an der Kamera. Die abdriftet nicht, der Charakter. Ja. Das ist nicht so 100% auf den zentriert, sondern der hat wirklich ein bisschen Spielradius. Das ist geil. Das ist echt super. Hätte ich nicht gedacht. Wir haben dir viel zu verdanken. Ja, viel zu verdanken. Ist klar. Ein Fläschchen. Was haben wir hier noch? Blöderweise sieht man ja hier nicht einfach alle Gegenstände, indem man irgendeine Taste drückt. Hey, hinterleg mal alles irgendwie blau. Oder gib mal überall den Namen an von den Dingern, die man nutzen kann. Da muss man schon so ein bisschen probieren und hoffen, dass man ja das Richtige hat. Ich kann zur Zeit nichts herstellen. Ja, no shit. So, jetzt haben wir wenigstens einen Dietrich. Da können wir wieder irgendwas aufmachen. Und einen Buchständer. Da. Hier steht was über Alchemie. So, Alchemie plus 5 ist gleich 15. Ah! Jetzt haben wir 15. Jetzt kann er was herstellen. Was haben wir denn hier? Heiltrank können wir herstellen.
Zutaten, erforderliche Kenntnisse, Heiltränke brauchen, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das überhaupt jetzt gerade gelernt habe, diesen Perk, oder... Oh, oh. Die sind mir das letzte Mal gar nicht aufgefallen. Dass man die Dinger hier oben auch mitnehmen kann, das ist ja mal cool. Und das letzte Mal ist vor Jahren gewesen, weil ich habe nie hier oben auf das Dings da geguckt. Das Spiel hat auch so seine Eigenheiten, Gold irgendwo in den Dachbalken da zu verstecken. Also genau dort, wo normale Menschen auch Sachen verstecken würden, würden sie denn was verstecken wollen? Das hat schon was. Richtig geil. So, jetzt müssen wir mal kurz das Fenster wieder aufmachen. Da ist... Wow. Das ist ein Charakter, der niest. Man beachtet das mal. Es gibt nicht viele Charakter, die niesen. Also, das, was hier reingemacht wurde, das ist hier mit Liebe gemacht. So, zwar nicht ganz 100% fertig, wegen Release und so, aber dafür gibt es ja den Community-Patch. Das soll das Ganze aber auch nicht entschuldigen, ne? Das ist ja... wie ist der Dinsch. So, dann... das Charakter... Dings da... Blatt, werden wir auch gleich mal noch aufmachen. Ein Pult. Uninteressant. Okay, also Pulte sind uninteressant, Bücherständer sind interessant. Merken wir uns das. Jetzt sind wir hier einmal im Kreis geratscht. Circa. Jetzt sind wir bei einer Taverne oder was ähnlichem. Marokka. Ich glaube, man konnte hier sogar nichts umwerfen. Das war das Geile. Die Gegenstände sind hier fest verankert. Wenn man drüber läuft, dann läuft man mit Geduld da drüber. Man kann, glaube ich, auch die Kelle hier mitnehmen. Aha, was habe ich gesagt? So, man kann hier so ziemlich alles mitnehmen. Und ich werde hier auch so viel wie möglich mitnehmen, weil, wie gesagt, Inventar ist endlos und muss ja auch irgendwie am Leben bleiben. Das ist nicht so, dass das Leben wie bei manchen Spielen einfach so runtergeht nach einer gewissen Zeit, sondern es hält ja noch ein bisschen. So, ein bisschen Grütze, ein bisschen Brot und noch ein bisschen Brot. So, den Apfel, da muss ich näher ran. Fleischwanzen, oh Gott, der ich die gehasst habe. Die sind so eklig. Ein Schrein, ein inneres Schrein. Ja, wenn wir das Wissen über die alte Magie. Mir das hohe Wissen der alten Magie. So, dann gewähre gehen wir mal das. Mir die Kraft deines Segens. Und da haben wir 5 Lampen, wir haben insgesamt 15, glaube ich. Licht, Feuerball und so weiter. Und, wie man vielleicht mitbekommen hat, bei mir gibt es sowas wie Nahkampf. Nicht, wenn man es nicht vermeiden lässt. Wenn man es, oder wenn sie es irgendwie vermeiden lässt. Gewähre mir Lebenskraft. So, ah, da haben wir es doch. Plus 20, 5 Lernpunkte und 150 Gold, na toll. Und magische Kraft, mal gucken. Das sollte bestimmt. Gewähre mir magische Kraft. Wäre mir mal. So, dann machen wir mal. Ah, mit Escape kommt man leider nicht raus, was ein bisschen schade ist. Vielleicht mit der rechten Maustaste, da müssen wir mal. Oh, fuck. Ja, die Sache mit dem. Ich muss mir das wirklich angewöhnen, Enos. Nicht die E-Taste zu drücken. Okay, rechte Maustaste funktioniert schon mal nicht. E kann man auch nicht machen. Q. Ne, das war ein Q. Mit Escape kommt man aber ganz runter wieder. Achtung. Ja, genau. Das heißt, Escape und Enter bringt einen nach unten. Das ist schon mal ein gutes Set. So, hat man denn hier hinten noch irgendwas? Weil hinter den Schreinen... Hier ist immer irgendwas hinter irgendwelchen Büschen versteckt in dem Spiel. Das ist das Einzige, wo das wirklich penetrant war. Wir können später noch reden. Sieh zu. Sieh zu, sieh zu. Na, hau schon mal drauf. Ah, Mann. Es ist so schön, das mal wieder zu spielen. Jetzt geht das vor allen Dingen. Es ist auch eins der wunderbarsten Verbesserungen, dass es einfach mal geht. Did you hate? Did you hate? Man muss einfach nur ein bisschen warten, bis ein Community Patch rauskommt. Ja, der Community Patch war aber schon vor Ewigkeiten draußen, ich glaube vor ein paar Jahren. Aber ich bin noch nicht ganz so zum Spielen gekommen innerhalb der letzten Jahre. Von daher haben wir uns doch was Schönes aufgehoben.
Am Anfang zogen die Nomaden über das Land. Altes Wissen. Der ewige Wanderer führte sie. So, das finde ich. Der ewige Wanderer. Dann haben sie irgendwo Wasser gefunden, haben sich niedergelassen und immer Ende. Das hätte ich dir vorher sagen. Moment. Ah, schön, man kann hier ja auch schnell rennen. Oh Mann. Man sollte das Sprinten wirklich nutzen, solange man die Gelegenheit dazu hat. Was haben wir denn da? Auch wieder ein Händler. Lalalalalala. Oh, alles meins, alles meins, alles meins. Ist nicht. Ah, was haben wir hier? Eine Bürste und ein Hammer, naja. Man weiß nie, wann man einen Hammer nochmal nutzen kann. Wird wahrscheinlich beim. Sind die nicht noch irgendwo. Waffenpakete gewesen oder sowas? Man weiß es nicht. So, gehen wir aber mal hier außen lang. Hier war nämlich noch ein Schmied. Moment. Welche Kacktaste habe ich da gedrückt? N! Haha! Hier werden alle Attribute und Talente des Helden angezeigt. Blablabla. Bla, bla. Wenn der Held eine Stufe aufsteigt, erhält er Lernpunkte, die bei Trainern eingesetzt werden können. Bereits erlernte Talente werden farblich dargestellt. Für weitere Informationen über Talente, belege dann Ausreißer über das entsprechende Talent. So. Hier war mal so ein Fragezeichen. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Jetzt. Ist das jetzt woanders? Der Community Patch hat das ja ein klein wenig angepasst. Ich hatte so das Gefühl, hier war mal was. Oder was? Paladin? Nö. Ich glaube, das war schon. Naja. Lautloser Jäger. Warte mal nach. Ich hätte natürlich auch das alternative Balancing nehmen können. Aber dann hätte man hier für diese ganzen Dinger wesentlich mehr altes Wissen gebraucht. Und wesentlich mehr Lernpunkte für die ganzen Themen. Das ist nämlich auch Voraussetzung. Bogen, wo bin ich? Jagdgeschick 100. Wie viel haben wir überhaupt? Stärke, das ist so eine Art Allgemeingeschick. Jagdgeschick. Altes Wissen, Schmiedekunst, Diebeskunst, Alchemie, Diebeskunst. Hier gibt es einen Unterschied zwischen Geschick und Diebeskunst. Das ist doch mal toll. Hier, Lernpunkte 10. Das ist nur 10. Ich dachte, wir hätten mehr. Aber wir kriegen hier bald ein Level up, wenn das so weitergeht. So. Und das Tolle ist, wenn ich die geschickt 100, ja, haben wir ja. Gut, alles das, was da ist, ist da. Orks töten kriegen wir, glaube ich, von unserer Waffe. Das heißt, solange wir die anhaben, können wir Orks töten, wie Sand am Meer. Das ist das. Das ist mein Inventar. Alle Gegenstände, bla bla. Wenn du den Gegenstand in der Schnellleiste verfügbar haben möchtest, dir den Gegenstand per Drag and Drop einfach rein. Per Drag and Drop. Für alle Nichtdeutschen einfach anklicken und reinziehen. Ungefähr. So. So, was haben wir hier? Bonus-Talent Orktöter. Ja, haben wir es doch. Klingenschaden, Voraussetzung Schwertkämpfer. Ist klar. Genau, dann haben wir noch ein paar Fackeln. Geschosse. Haben wir noch einen tollen Bogen. Das ist nämlich Bogen und die Pfeile. Und dann hat man nämlich auch noch Brandpfeile. Das ist ziemlich fetzig. So, Crush. Crush Agash. Crush Agash. Haben wir die noch und die noch? Moment, wie viel Schaden machen die? Klingenschaden 50 und das Ding macht 75. Das Teil braucht auch eine Windigkeit von 300. Und das Ding ist abgenutzt. Man kann die aber schärfen. Dazu braucht man zwar ein Talent, aber das ist jetzt erstmal egal. Was haben wir noch? Das sind magische Gegenstände, Teile, die man ja nutzen kann. Teleport nach Ardea. Also, ziehen wir mal mit drin. Und das Schöne ist, jetzt wird sogar angezeigt, Mensch. So, Mana kosten, ja, brauchen wir jetzt nicht. Und Heiltrank-Sachen und so ein Zeug. Wenn ich jetzt aufs Inventar gehe, ich glaube, das pausiert sogar das Spiel. Ich weiß nicht, ob das so war. Aber wenn man hier so einen Trank reingepfiffen hat, dann hat es geklappt. Okay, merken wir uns mal einfach die Taste. Und dann werden wir dann hier ein bisschen Spaß haben mit der ganzen Angelegenheit. Quests, bla bla bla. Zauberbuch, erlernt haben wir das. Genau. Ach nee, das hier ist Quests. Das ist die Karte, das ist das Zauberbuch. So. Und die Quests kann man nämlich dann bei den einzelnen Schreinen lernen. Einmal den Belial-Schrein, dann einmal den, Innos-Schrein und dann noch Adanos-Magie, die man irgendwo bei einem Adanos-Schrein lernt, beziehungsweise bei irgendwelchen Lehrern, glaube ich. Ich denke nämlich, hier gibt es keinen Adanos-Schrein. Da gibt es ziemlich viele coole Fähigkeiten. Zum Beispiel die Zeitblase. Die ist arschgeil. Wenn man so ein bisschen cheatet und sich natürlich die ganze Zeit Lernpunkte und alles reinholt, dann hat man natürlich noch ein bisschen Gelegenheit gehabt, das alles mal auszuprobieren.
Und das war so arschgeil. Naja, um Barbellen zu benutzen, brauchst du einen Amboss. Ah, okay, Rezepte auch noch, gut. Kochtopf und Alchemie, Alchemietisch benötigt Briefe und Karten können gelesen werden in der Mauskursor. Hammer, Briefe und Missionsstart, indem du auf sie klickst, alles klar. Lago, Benedin, Ben Sala. Also der ganze ist, boah, das ist ja... Geht noch. Und Gotha. Die Untotenstadt. Vengar, das ist das, wo wir dann hin müssen. Aber ich glaube, wir müssen erstmal nach Monterra bzw. Kapdun. Das ist das Erste, wo ich mich jetzt dahin bewege. Und hier war, glaube ich, dieses, kleine Lager. Ich weiß gar nicht, ob die dann zusätzlich hier auf der Karte angezeigt werden oder so. So, Weltkarte, Schmiededinger. Jetzt haben wir hier Quests. Dieses Menü wäre Mission, bla bla bla, Personen in den einzelnen Städten. So. Okay, jetzt haben wir Tag, erster Tag, toll. Ruf bei den Rebellen 2, das ist doch schon mal was. Das ist die Hauptstadt, das sind, Hauptquests sind das und das sind alle. Na gut, ich sprich mit dem Anführer der Rebellen in Redoc. Redoc ist da. Super. Blöderweise sieht man hier keinen Namen aufpoppen, das ist ein bisschen schade. Scheitert erfolgreich, befreit er von den Orks. Ja, das war ja... Hat ja wunderbar geklappt. Man kann sogar Escape endlich mal drücken. Hier kommen wir wieder raus. Speichern wir mal extra. Mal gucken, mal Spielstand. Okay, doppelklicken. Funktioniert ganz gut. So, ich will ihn wirklich überschreiben. Ja. Ich dachte, man konnte den mal benennen oder sowas. Aber ist jetzt auch egal. Spiel laden, Schnellspeicherstand und das. Okay, man hat also nur einen Schnellspeicherstand. Heißt, wir müssen aufpassen, was wir machen. Und wieder ein Wasserfass kommen her. Wir werden jetzt nicht einen Tag hier noch verstreichen lassen, nur um das hier machen zu lassen. Gut machen zu können. War hier nicht irgendwo mal ein blöder Schmied? Der ist jetzt tot. Das wäre nämlich ziemlich beschissen. Noch ein Holzschild, dann haben wir hier eine Axt. Noch eine Axt. Noch ein Holzschild, eine helle Barde, ein Holzschild. Die hellen Barden sehen echt arschgeil aus. So, was denn da? Eine schöne Truhe. Dann gibt es die Taste alles nehmen. Die gibt es im Standardspiel gar nicht. Die kriegt man, glaube ich, nur durch diesen Community-Patch da. Eine Taste, damit man dieses Schnellspeichern-Dings nicht jedes Mal mit der Maus machen muss. Das macht einen wahnsinnig. Hey Apple, what you doing? Just hanging around with my butt. True, true.